Ich habe Gregor getroffen, den Sohn von Brunus, einem der ermordeten Anführer des Eisenthrons. Er ist sich sicher, dass Sarivok das Attentat in Szene gesetzt hat, damit er die Kontrolle über den Eisenthron gewinnt. Sarivok hat sich offenbar die besten Verbindungen des Eisenthrons zunutze gemacht, um die Re in der Region Unfrieden zu stiften und nicht um den Wohlstand und Macht zu sichern. Und nun baut er seinen Kampf um die Großherzogwürde auf dem Versprechen auf, das von ihm selbst geschaffene Chaos zu bekämpfen. Was er erreichen will, wenn er erst einmal Großherzog ist, scheint niemand zu wissen. Doch die Region steht gefährlich nahe vor einem Krieg. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. So, hier ist niemand. Berühren Sie mich nicht. Sie sind nicht sauber. Kalessia, ihr da, wartet einen Moment. Ich verlange zu wissen, was hier los ist. Ich bin von Sembia gesandt, um festzustellen, warum dieser Zweig des Eisenthrons im Untergang begriffen ist. Und ich habe bisher keinen gefunden, der länger als eine Sekunde stehen bleibt. Was um Himmels Willen geht hier vor? Warum fragt ihr nicht Sarivok? Er scheint doch momentan alles in der Hand zu haben. Sarivok, dieser Emporkömmlinge, das sind also die Gerüchte, die ich gehört habe, wahr. Unsere regionalen Anführer hier sind tot und Sarivok hat ihre Rollen übernommen. Ja, arrogant. Ich wette, er hatte bei ihrem Ableben seine Hand im Spiel. Das würde auch erklären, warum wir keine Berichte mehr über die Fortschritte hier an der Küste bekommen haben. Was er wohl vorhaben mag. Ich muss diese Entdeckung sofort meinen Vorgesetzten mitteilen. Wie ist euer Name und Rang? Ich werde auch von euch berichten. Leutnant Brenner, Ihr Sicherheitsbeauftragter. Brenner, den Namen habe ich doch schon mal gehört, aber wo? Es ist auch einerlei. Betrachtet euch jedenfalls als entlassen. Der Eisenthron sagt sich von diesem Ort los und unterstützt ihn nicht mehr länger. Ihr werdet nicht mehr gebraucht. Sagt das auch den anderen, ja? Oder auch nicht. Das ist uns mittlerweile auch egal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen. Ich habe Kalessia getroffen, angeblich eine Gesandte des abgelegenen Hauptquartiers des Eisenthrons. Sie schien überrascht, dass Sarivok die Kontrolle über diesen regionalen Stützpunkt übernommen hat. Er wird als Emporkömmling angesehen, dem die Interessen des Eisenthrons nicht am Herzen liegen. Viel zu viel Text. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Keine Zeit für Plaudereien. So, der Nächste, der was von mir will. Oh, hallo Benno hier. Ich schätze, ich hätte euch hier erwarten dürfen. Ein bisschen unglücklich liegt die Lage in Kerzenburg. Wie? Was wisst ihr darüber, was hier passierte? Ich weiß, dass sie genauso wie wir von Sarivok betrogen wurden. Es sieht so aus, als ob er unsere Anführer und Odysseus aus dem Weg geräumt hat, um ein schlechtes Licht auf Wolf zu werfen, weil ihr im Weg standet. Natürlich wurde er dann selbst Anführer des Eisenthrons, aber jetzt braucht er uns nicht mehr. Ganz schön unhöflich, uns so fallen zu lassen. Aber das ist jetzt unwichtig, wo seine Amtseinführung doch direkt bevorsteht. Der Herzogspalast wird bestimmt nie wieder so sein wie früher. Ich muss gehen, es war nett mit euch zu plaudern. Ja. Sarivok soll einige Leute zufolge die Morde an den Anführern des Eisenthrons einzig und allein begangen haben, um sie mir anzuhängen. Sieht er in mir tatsächlich eine so große Bedrohung? Jetzt, da er die Macht über den Eisenthron und Baldurs Tor an sich gerissen hat, scheint er ihre Unterstützung nicht mehr zu benötigen. Ich brauche Beweise für seine Taten, ehe ich mich ihm entgegentrete. Ehe ich ihm entgegentrete, ja. Hier sind nur Wartebereiche. Ja, und hier sind wir ganz Ihr oben. braucht nur zu fragen. So, ihr seid also zurückgekommen. Wenn ihr pfiffig wärt, Brenner, hättet ihr euch nicht eingemischt. Ich weiß nicht, wie ihr die Falle meines Fürsten in Kerzenburg entronnen seid, aber weiter kommt ihr nicht. Warum seid ihr hier zurückgekehrt? Ich hätte gedacht, ihr würdet euch gleich an die Verfolgung Sarivoks machen. Wer seid ihr, dass ihr mir droht? Jemand erzählt uns, hier müsse man herkommen. Wer hat euch befohlen, hierher zu kommen? Wer hat meinen Fürsten verraten? Es war Tamoko, nicht wahr? Ich wusste schon immer, dass sie eine betrügerische Hure ist, aber eigentlich ist es unwichtig, ob sie es war oder nicht. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, dass ihr alle sterben werdet. Lasst sie uns ordentlich verdrecken. Sie kann ich, wie ihr wünscht, wo ihr braucht, nur zu fragen. Au. Ja, aber natürlich.
Schätzchen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich tu's. Nein, Ogre der Nera haut es nicht gut. Stirb endlich. Wie kann ich meine Güte, was war das jetzt? Für ein Chaos. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Vita, Mormon, ja? Vita, Mormon, wie kann ich helfen? Olos-za? Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. So, Briefe. Sogar Sarivoks Tagebuch haben wir hier. Und eine Zauberrobe, vielleicht nicht mal eine gute. Nein, nur eine Kälteschutzrobe. Sarivok, ich muss gestehen, dass unser erstes Opfer nicht die Herausforderung war, die meine Frau dich erwartet hatten. Der aufgewachsene Idiot war nur scheinbar zur Verteidigung bereit, und ich kann euch versichern, dass Enter bis zum Ende köstlich geschrien hat. Ich hoffe, dass die nächste Mission schwieriger ist. Danach zu urteilen, was ihr mir erzählt habt, scheint es so. Nichts Geringeres als zwei Großherzöge in einem Palast zu ermorden, während sie den Hochadel von Baldurs Tor selbst zur Rede stellen. Ich kann es kaum erwarten. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ihr solltet herunterkommen und selbst die Freuden des Unterkellers genießen. Doch wie ich euch kenne, wird das niemals geschehen. Euer ergebener Diener Sliv. Sarivok, ich habe euren Brief erhalten und bin hoch erfreut über euren Vorschlag. Ich habe meiner Frau davon erzählt und sie ist genauso aufgeregt wie ich. Ich nehme eure Mission an und glaube, dass die Entlohnung wirklich angemessen ist. Das wird so unsere bisher größte Heldentat sein. Drei Großherzöge von Baldurs Tor töten. Wir werden in einer Woche in Baldurs Tor ankommen und sicherlich mit unserer gewohnten Unterkunft im Unterkeller verweilen. Wenn ihr Kontakt mit uns aufzunehmen wünscht, werdet ihr uns dort finden. Tagebuch. Heute hat König Azon dem Eisenturm das Verbot auferlegt, innerhalb der Grenzen von Cormyr zu handeln. Obwohl dies ein großer Schlag gegen den Eisenthron ist, bietet sich nun für Rhaetar die günstige Gelegenheit, dem Hohen Rat des Throns mit seinem Antrag gegenüberzutreten. Wenn alles gut läuft, können wir die Operation in diesem Jahr beginnen. Daveron hat eine Nachricht an Rhaetar gesendet und ihn darüber informiert, dass die Mine im Mantelwald trockengelegt und einsatzbereit ist. Diese Mitteilung müsste sehr helfen, den Hohen Rat des Throns zu überzeugen. Der Rat des Eisentrons hat beschlossen, Rhaetars Plan zu unterstützen. Er hat alle erforderlichen Ressourcen erhalten und ihm wurde die Leitung des Projekts übertragen. Ich habe meinem Vater gegenüber Interesse bekundet und er hat versprochen, mich an den Operationen an der Schwertküste teilhaben zu lassen. In unserem Gespräch erwähnte er Mutter. Ich soll ihm nicht untreu werden, so wie sie es tat. Er stellte klar, dass ich ihr Schicksal teilen müsste, wenn ich es täte. Ich habe beschlossen, die Zeit für meinen Besuch in Kerzenburg zu nutzen. Ich habe lange damit gewartet, den Prophezeiungen von Arlando nachzugehen. Ich muss wissen, ob der Priester von Baal die Wahrheit gesprochen hat, bevor ich ihn tötete. Bin ich der Sohn eines Gottes? Bin ich Baals Sohn? Meine Nachforschung war erfolgreich. Die Mönche in Kerzenburg waren sehr hilfsbereit. Aus dem zu schließen, was ich bisher gelesen habe, scheint es sicher, dass in meinen Adern Baals Blut fließt. Seine Prophezeiungen sind selbstverständlich doppelt sinnig, doch ich denke, ich verstehe sie. Alle seine Kinder sollen Teil seiner Macht geerbt haben, doch nur eines ist es wert, seinen Platz als Gott einzunehmen. Zwar wird dies nicht ausdrücklich gesagt, aber es ist zu vermuten. Mein Vater war der Gott des Todes, also muss meine eigene Würdigkeit durch eine Tat bewiesen werden, die mit seinem Konzept übereinstimmt, eine Art ruhmreiche Huldigung des Tötens. Der Mönch Gorion macht mir Schwierigkeiten. Er scheint an meiner Lektüre interessiert zu sein. Ich muss vorsichtig sein und meine Nachforschung verborgen halten. Ich wünschte, ich könnte ihn einfach umbringen, aber ich zweifle daran, dass dies in dieser abscheulichen Bibliothek möglich ist. Ich hatte
Ich hatte vergangene Nacht einen Traum, in dem meine Mutter zu mir sprach. Ihr Gesicht wurde dabei aufgedunsen und farblos und ihre Stimme wurde schwächer, als sie mich bat, sie vor ihr Alter zu schützen. Ich sah, wie die Garotte ihr in den Nacken schnitt, aber ich tat nichts, es war nur ein Traum. Ich verabschiede mich nun von Kerzenburg und nicht einen Augenblick zu früh. Bin ich doch überzeugt, dass Gloria mein Erbe erkannt hat. Ich bin sicher, dass Benno ebenfalls ein Kind Bals ist. Zumindest würde es Glorians Neugier an meinen Studien erklären. Im Moment kann ich nichts weiter tun, doch ich muss unbedingt zurückkehren und das kleine Balk töten. Es wäre dumm von mir, eines meiner Halbgeschwister am Leben zu lassen, vor allem eines, das von den Hafnern aufgezogen wurde. Und ich bin sicher, dass Glorian zu ihnen Verbindung hegt. Ich bin heute mit Rieta in Baldur's Tor eingetroffen. Er hat einen Stützpunkt im Herrenhaus einer verarmten Adelsfamilie eingerichtet. Mein Vater sagte mir, dass alles glatt lief. Malahi hat sich in der Mine von Naschke aufgebaut und seine Koboldhorde müsste bereits intensiv das Eisenerz verseuchen. Nur einige wenige Sklaven haben begonnen, das Erz im Mantelwald abzubauen, doch Rieta versicherte mir, dass wir nach Beginn der Räuberüberfälle ständig mit neuen Sklaven versorgt würden. Ich habe mich mit dem Führer der Kalten Hand und Schwarzen Krallen getroffen. Für Adenor, dem Führer der Kalten Hand, habe ich nichts übrig als Taugott übrig, doch Taugott scheint ein zuverlässiger Mann zu sein. Den Rest des Jahres werde ich mit den Söldnern zusammenarbeiten. Also entwickelt sich gut, die Qualität des Erzes aus Naschke wird langsam schlechter und meine Söldner haben bei der Auslöschung aller auf dem Weg nach Baldur's Tor befindlichen Eisenkarawanen sehr gute Arbeit geleistet. Obwohl einige von ihnen gefangen genommen wurden, glauben die meisten, sie arbeiten für die Zentarim. Das heißt, der Eisenthron hatte bisher keine Schwierigkeiten bekommen. Ich bin sicher, dass die Zentarim in Dunkelburg nicht begeistert wären, wenn sie wüssten, dass ihr Name missbraucht wurde. In den kommenden Monaten muss ich besonders auf zenitische Spione achten. Ich denke, ich werde jetzt genügend Zeit haben, mich um den komischen alten Kautskorin und sein Kind kümmern zu können. Ich muss meinen Männern Bescheid geben, dass ich die nächsten Wochen nicht anwesend sein werde. Es liegt nicht alles genau nach Plan, aber ich werde die Situation noch retten können. Benno ist auf dem Weg nach Baldur's Tor. Wenn ich das Balk nach Kerzenburg locken könnte, hätte ich den perfekten Sündenbock. Mein Vater trifft sich dort mit den Rittern des Silberschilds. Wenn ich beweisen muss, dass ich des Erbes Bals würdig bin, muss es bald geschehen. Mein Vater hatte alle meine Versuche unterbunden, die Feindschaft zwischen Arm und Baldur's Tor zu schüren. Ich muss mich von ihm und seinen Gefährten befreien, wobei ich mir über eine Sache sicher bin. Nicht die Doppelgänger werden ihn töten, diese Ehre möchte ich für mich reservieren. Eine Garotte wäre, glaube ich, ideal für diesen Zweck. Mhm. Ja, wie ihr wünscht. Liegt hier noch was? Neuer Tagebucheintrag, Sarivok. Achso, ja, das ist von mir. Ja, ich glaube, das kennen wir alle schon. Scars Tod ist nichts Neues. Ja, nur Tomoe haben wir nicht getroffen. Ich glaube, die wartet vor dem Eisenthron. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich habe Sarivoks Tagebuch an mich gebracht, den benötigten Beweis, um ihn aufzuhalten. Ich muss verhindern, dass er zum Großherzog ausgerufen wird, aber ich bezweifle, dass man mir ohne nachweisliche Einladung zum Herzogpalast gewähren wird. Eine solche Einladung könnte bei seinen Lakaien zu finden sein, die sich in den Unterkellern der Stadt zurückgezogen haben. Ich kann den Unterkeller durch die Kanalisation erreichen, zu der es an vielen Orten der Stadt Zugänge gibt. Ah ja, gehen wir mal noch raus und gucken, ob Tomoel noch da ist. Ich diene der flammenden Faust. Oh, hi. Hallo Freunde, könnte ich mal kurz mit euch sprechen? Ganz ruhig, ich will euch nichts tun, ich bin nicht hier, um euch zu schaden. Ich weiß wohl, dass ihr überall angegriffen werdet, aber ich bin ein wahrer Verbündeter. Welche Neuigkeiten bringt ihr uns? Ich bin nur ein Gehilfe von Scar. Er wünschte, dass ich euch im Auge behalte, obwohl ihr sehr gut selbst auf euch aufpassen könnt. Doch glaube ich, dass eine Unterredung
es gar für euch von Nutzen sein könnte. Ja, er erwartet euch im Hauptquartier der Flammenden Faust in Südwesten der Stadt. Dann werde ich sofort dahin gehen. Ja, okay. Gut, wir speichern jetzt hier aber erstmal. Ich muss nämlich eigentlich noch Herzog Eltern da rausholen. Das ist jetzt 28. Also Let's Play 028. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.